So, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge South Park The Stick of Trust. Ich glaube, ich werde mal ganz kurz ein anderes Item wieder anlegen, und zwar meinen Mongolenbogen. Nee, die Strahlwaffe. Auch nicht eigentlich. Eigentlich den Mongolenbogen. Alle Kacke. 50, 200 Schaden. Ja gut, lass ihn mir bluten, ist in Ordnung. Nehmen wir halt die Flasche mit. Ah, hier gibt es auf jeden Fall eine ganze Menge zu erkunden später. Secret-mäßig. So, hier geht's weiter. Erinnert mich so ein bisschen an König der Löwen so. In einer Höhle. Mit der komischen Verschwörung. Oh. Die Hummermenschen, die Krabbenmenschen. I hope we don't get in trouble for this. Wir und Ärger niemals. Sehr schön. Zu spät. Okay. Okay, geht noch gar nicht, oder? Wohl nicht. Oh, eine große. Nice, und wieder ein Taco. Ich will da hin. So reif, Patas, so reif. Ein Damage, nice. Ist das eine miese Kombo, Mana und HP wieder zu kriegen die ganze Zeit? So gesehen unbesiegbar. Unbesiegbar, guck mal hier. Oh, was haben wir hier noch Schönes? Brille, Mifflamos-Rahmen, ein Exoskelett. Oh, das war ein Exoskelett. Als Rüstung? Nee. Stab der Verschwendung. Das Ziel beginnt zu kotzen, kann nicht erheilt werden. 101 bis 130. Guter Schaden, würde ich mal meinen, wa? Für 59 Feuerschaden, so nice. Wenn ich gerade irgendwas mit HP? Bin ich doof? Schockschaden. Und das andere gerade hier. Ja, ich hätte irgendwas mit heilen. Ist egal. Dann nicht. Ein Pümpel. Oh, hi. Verdammt, der hat wieder zuerst angegriffen, der Penner. Ein Flughund, ernsthaft? Du hast denn die Flughund? Haha! Der burnt sowas von weg. Hat er keine Rüstung?
Der Match. Die arme Sau, ey. Ich weiß nicht, wann ich da drücken muss. Haha, zerschellt. Drecksbiest. Schön. Ich laufe hier mit dem Pimpel rum, ey. Ohne Witz. Ohne Witz. So, Fähigkeit, Quests, Rekrutierung. Ach so, das war immer noch so eine Mission eigentlich. Ich bin wieder total abgeschwiffen. Ach, jetzt bin ich wieder oben. Ah, hi. Mal wieder gegen die Loser kämpfen. Ach stimmt, es geht auf mehrere. Nice. Minimal wenig Schaden. Ich würde mal so testen, ob die immer noch stark sind. Immer noch schwach sind. So, gehen wir mal ganz jetzt hier rein. Oh, da ist ein Chill-Pokémon. Ich hab's gesehen. Gleich mal holen danach. So, sind hier mittlerweile mal wieder ein paar weg. The classic re-release of Star Wars The Empire Strikes Back. In this version, the word Wookiee has been changed to Hair Challenge Denim, the entire cast has been replaced by Schneider is a Wall Street executive with everything going for him. Only problem is, he's about to become a carrot. I'm a carrot. It's 24 carrot comedy. Ich komme da immer noch nicht lang. So, mein Ziel, was ist das denn? Großwildjagd und Schweinebärmann. Ich glaube, wir gehen jetzt aber trotzdem mal dahin, wo ich eigentlich hin wollte. Ist eine gute Idee, oder? Können später noch alles machen, kein Ding. Erstmal gehen wir aber zu den Goth Kids. Erstmal möchte ich aber gern trotzdem nochmal. Ah, verdammt, verschlossen. Shit! Eigentlich in die eine Tür nochmal rein. Ich glaube, da brauche ich eine Begleiterfähigkeit für. Hi. Who's that? I think it's that new kid people are talking about. Beat it, new kid. This area is strictly for goth kids. Und die geht's auch weiter. Na ja, klar. Nur der Kleine kann's nicht lesen. Join the Kingdom of Koopa Keep to battle the wicked elves. All recruits welcome. Sorry, Frodo. We don't play Dungeons and Douchebags. Yeah, beat it, new kid. Oh, come on. Let's do it. We never do anything. No way. We can't do what this kid asks us to do. He's a conformist. Look at his clothes and his hair. Yeah, tell you what, new kid. Get the right clothes and some cigarettes and coffee and then talk to us again. Yeah, if you want to prove you aren't a conformist, then you need to look exactly like we do. Then, maybe we'll consider hanging out with you. Ach, die nerven mich. Beweise ich den Goth Kids. Ach, steht's auch schon. Finde ein paar Zigaretten, finde etwas Kaffee und verkaufe Goth-Kleidung. Okay. Did you shit your pants? Nee. Kauf eine Goffmütze. So hin muss man nichts mehr machen, ne? Scheint erledigt zu sein. Großwildjagd mit Jimbo will ich eigentlich auch noch nicht hin. Kieran, achso, ich muss ihm sein iPad noch zurückgeben. Gut, dann werden wir vielleicht mal ein paar Missionen abschließen, würde ich sagen.
noch ein bisschen Ausschau halten nach den Pokémon. Komm ich da noch nicht rein? Da ist doch immer noch eins auf dem. Guckt euch mal das mal an da. Gibt es hier keinen Spielplatz? Das geht auch nicht. Aber das ist sowas von einem Chin-Pokémon. Ich hab's doch gesehen. Guckt euch das da links einmal an, da oben. Hier, hier, hier hinten. Hier, da. Da ist definitiv eins. Duelland. Okay. So, ich glaube, da ist der Typ gewesen, der Nerd. Nee, okay, das blaue Haus rechts daneben. Hier war aber, glaube ich, das blaue Viech zum Teleporten. Ja. Eine Amazone. Nice. Schick! Timmy! Da ist schon wieder Timmy! So, hier ist er. Gleich mal hoch und ich glaube nicht, dass wir ihn als Beschwörung kriegen, oder? Oder die Vulkanier als Beschwörung, kann ja auch sein. Glücklicherweise kommen die ganzen Schränke und so weiter nicht, nicht jedes Mal wieder neu. So wie ich es vorhin gedacht hätte. Well done! The galaxy is in your debt. Let it be known that I have been and will always be your friend. On Facebook. Live long and prosper. Rakete der Verlangsamung. Ein Schneeball. Da. 75% verlangsamt der Ziel beim Topf für Start. Okay, nice. Ja, vielen Dank für diesen Schneeball. Keramikscheibe. Ist auch nichts mehr. Dann können wir jetzt die nächste Mission angehen. Mal gucken, welche das jetzt sein wird. Welche uns jetzt so entgegenspringt. Okay, hier gar keinen. Hier hinten ist die Freundin, die werde ich mir gleich mal holen. Die meinte ja, die will immer noch kein Freund zu mir sein, außer ich habe genug. Und ich hoffe, ich habe langsam mal genug, weil irgendwie geben wir schon noch einen Zünder. Hier waren nirgendwo Roboter zum Teleporten. Da ist wieder was. Okay, später auf jeden Fall auch noch. Was ist das denn? Was ist da denn passiert? Oh. Ach, das ist. Ah, okay. Jimmys Haus. Wo wir den Keller gesprengt haben. Eine Narrenkappe. Steigt. Oh. Max TP um 25. Und kleiner Schildsticker. Entfernt sich ein Schild. Naja. Die Narrenkappe erhalten. Hier, die Olle jetzt mal mittlerweile. Kleine Bitch, ey, ohne Witz. Oi, du kriegst erst meinen Freund, wenn du berühmt bist. Hey, wenn du mit mir verkaufst, gib mir Bescheid. Mir egal, was für welche. 32 Freunde mittlerweile. Nice. Quests. Ja, da hinten haben wir noch. Besorge den. Besorge einen Schweinewippen. Gut, auf dahinter. Wir laufen mal, um zu gucken, wenn wir vielleicht noch was sehen. Überall Trümmer hier. Können sich glücklich schätzen, dass das Haus nicht getroffen wurde. Stodge ist Garagenschlüssel. Von Butter. Bei Butters waren wir noch nicht drin gewesen. Ah, wir haben seinen Hausschlüssel bekommen. Aha. War denn das? Behold, the residence of Butters the Merciful. Fernseher aus. Butters really is a very sweet boy. I hope you'll treat him as you would a normal child. Ah, this must be... You Facebook me right away if Butters does something he should be grounded for. Das ist ja lol. Ich bin jetzt mit seinen Freunden befreundet. Mit seinen Eltern befreundet. Ne, gehen wir gleich mal zu Butters nach oben. Zeig mal, Butters, was hast du denn so schönes in deinem Schränkchen? Welcome to my room. Ja, seine Glückssahne. Mantequilla.
Die verschiedenen Strahlen, die Anzüge. Oh mein Gott, Butters. Hier haben wir noch seine Maske. Casa Bonita. Ja. Da war mir doch einiges unbekannt. Schlüssel zur Chaoshöhle. Was zum Geist ist die Chaoshöhle? Die Mahalo Treuekarte. Stutch Garantschlüssel. Meine Fresse, haben die viel Zeug gelagert. $170 haben wir mittlerweile übrigens. Abartig viel. Und dabei habe ich das Zeug noch nicht mal verkauft, ja? Es gibt bestimmt ein Achievement, auf jedem Klo zu scheißen. Oh, ich habe keine Plätze mehr für Klumpen Scheiße übrig. Ich kann keine Klumpen Scheiße mehr aufnehmen. Aber wo ist Butters denn, eine Chaoshalle? Das würde mich interessieren. Gott, was habe ich hier, Alter? Guckt euch den ganzen Scheiß mal an. Wenn ich den Kram verkaufe, wäre ich Millionär, wäre ich dann. Auf jeden Fall können wir das. Vielleicht ist es auch in der Garage. Kann ja auch sein. Chillen wir uns mal ganz kurz in die Garage. Du erhältst Abwehr erhöht zu Beginn eines Kampfes. Schick. Und etwas Money. Naja, aber leider weiß ich nicht, was mit dem Chaos-Schlüssel gemeint ist. Ist ja egal. Werden wir sicherlich irgendwann finden. Auf jeden Fall machen wir wieder eine kleine, ganz kleine Pause von South Park, The Stick of Trust. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.